Im 16. Jahrhundert lebte hier in Wechmar der Müller- und Zimbalspieler Veit Bach. Er kam aus Ungarn und ist gewissermaßen der Stammvater des Bach-Clans. Dessen Männer wurden fast alle Musiker, heirateten Frauen aus Musikerfamilien und setzten mit ihnen viele musikalische Kinder in die Welt. Das berühmteste von ihnen, Johann Sebastian Bach. Doch das Leben des größten Komponisten aller Zeiten war alles andere als das eines Superstars. Im Sommer 1720 kehrt der hochfürstliche Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach von einer Reise nach Köthen zurück. Nach 4 Wochen Abwesenheit freut er sich auf das Wiedersehen mit Frau und Kindern, die er zärtlich liebt. Am Köthener Hof glänzende Position, ist als Musiker und Komponist hoch geschätzt. Später wird ein Kollege von ihm sagen, es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch glauben sie alle. In Köthen aber trifft ihn ein tragischer Schicksalsschlag. Seine erst 35 Jahre alte Frau Maria Barbara ist wenige Tage zuvor gestorben und bereits begraben. Wie so oft hat der Tod Bachs ständiger Begleiter seine eigene Rechnung gemacht. Vier Kinder sind nun ohne Mutter. Gottfried, Dorothea, Friedemann und Karl Philipp Emanuel. Von ihm stammt eines der wenigen Zeugnisse, das Auskunft über den Vater gibt. Später wird er über diesen Tag schreiben: Bach war mit Jungfer Maria Barbara, der jüngsten Tochter eines braven Komponisten, verheiratet. Nachdem er mit seiner Ehegattin 13 Jahre eine vergnügte Ehe geführt hatte, widerfuhr ihm in Köthen der empfindliche Schmerz, dieselbe bei seiner Rückkunft von einer Reise tot und begraben zu finden, ungeachtet er sie bei der Abreise gesund und frisch verlassen hatte. Die erste Nachricht, dass sie krank gewesen und gestorben wäre, erhielt er beim Eintritt in sein Haus. In Bach muss dieser schmerzliche Tag auch Erinnerungen an seine eigene Kindheit geweckt haben. Er selbst war noch keine 10 Jahre alt, als in Eisenach zuerst seine Mutter starb und bald darauf sein Vater. Der Vater war Stadtpfeifer in Eisenach. In der thüringischen Residenzstadt ein angesehenes Amt. Ambrosius Bach macht Kirchenmusik, spielt auf herzoglichen Festen, zu Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen und bläst vom Eisenacher Rathaus die Turmmusik. Von hier oben hat der junge Sebastian den Blick auf Eisenach und auf die Wartburg, auf die er den Vater, der dort auch das Amt des fürstlichen Hoftrompeters versah, sicher hin und wieder begleiten durfte. Die Bachs kamen im 16. Jahrhundert aus Ungarn hierher nach Thüringen. Der weit verzweigte Stammbaum der Familie zeigt eine musikalische Gilde, den Bach-Clan. In dieser Welt wächst der junge Sebastian auf. Sie prägt ihn. Die Bachs spielen an Höfen und in Kirchen, bei Taufen und Begräbnissen und auf Hochzeiten. Mit dem Tod der Eltern ist für Johann Sebastian die Kindheit vorbei. Sein ältester Bruder Johann Christoph, Organist im thüringischen Ohrdruf, nimmt ihn auf.
Sebastian besucht dort das Lyzeum, singt im Chor und erlernt beim Bruder die Grundlagen des Orgelspiels. Der Knabe ist besessen von Musik. Nachts schreibt er heimlich die Noten aus der Sammlung des Bruders ab, die dieser ihm vorenthält, weil er meint, sie seien noch zu schwer für ihn. Aber gerade diese Noten unter Verschluss ziehen den jungen Sebastian an wie ein Zauberbuch. Der Bruder ertappt ihn und konfisziert die Kopien. Legende oder wahr, schon hier zeigt sich Bachs Bestreben, alles, was mit Musik zu tun hat, zu besitzen, sich einzuverleiben. Die Orgel, das Wunderwerk jener Zeit. Die Musikmaschine muss den halbwüchsigen Sebastian ungemein fasziniert haben, wenn er den Blasebalg treten durfte oder wenn er dem Orgelbauer zusehen und die Mechanik der Töne studieren konnte. Er ist gerade mal 14 Jahre alt, als er mit dem Komponieren beginnt. Frühe Stücke selbstverständlich für die Orgel. Und er nutzt jede Gelegenheit, das, was er vom Bruder gelernt hat, selbst auszuprobieren, den Geheimnissen dieser Musik auf den Grund zu gehen. Als ihn später seine Söhne fragten, wie er es zu so großer Meisterschaft im Orgelspiel bringen konnte, soll er geantwortet haben: Ich habe sehr fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen können. Im Frühjahr 1700 macht sich Bach zu Fuß auf den 350 Kilometer langen Weg nach Lüneburg. Die Armenschule der Stadt genießt einen guten Ruf. Bach singt im Kirchenchor und muss dafür kein Schulgeld zahlen. Später darf er im Gottesdienst sogar die Orgel spielen, denn er entwickelt sich zu einem virtuosen Organisten. Er hat gute Lehrer und nutzt jede Gelegenheit, sein Spiel zu vervollkommnen. Häufig wandert er bis Lübeck, um dort einen berühmten Organisten zu hören. So will er einst auch spielen können. Acht Jahre sind seit dem Tod seiner Eltern vergangen, acht intensive Lehrjahre, in denen er sich auch zu einem profunden Kenner der Orgel entwickelt hat. Nun weiß er alles über ihre Stimme, ihr Werk, ihre Seele. Mit der Orgel will der junge Bach von nun an sein Geld verdienen. So empfiehlt ihn der einflussreiche Bach-Clan nach Thüringen. Im Sommer 1703 soll er hier in der neuen Kirche zu Arnstadt die Orgel prüfen. Ein lukrativer Auftrag für einen 18-Jährigen. Sein Sohn Karl Philipp Emanuel erinnert sich später, dass sein Vater als Orgelprüfer gefürchtet war. Er sagte zum Spaß: Vor allen Dingen muss ich wissen, ob die Orgel eine gute Lunge hat. Um dieses zu erforschen, zog er alle klingenden Register an und spielte so vollstimmig als möglich. Hier wurden die Orgelbauer oft vor Schrecken ganz blass, hörten hernach aber einen Effekt, worüber sie staunten. Es staunten offenbar auch die Arnstädter. Sie sind so beeindruckt, dass sie Bach umgehend als Organisten verpflichten. Man lässt sich den neuen Mann einiges kosten. Der junge Bach erhält ein deutlich höheres Jahreseinkommen als sein gestandener Vorgänger, nämlich 84 Gulden und 4 Groschen. Für damalige Verhältnisse ein recht gutes Gehalt. Dafür hat er sich laut Dienstvertrag pünktlich an Sonn- und Fest- und anderen zum Gottesdienst bestimmten Tagen in der neuen Kirche einzufinden und die ihm anvertraute Orgel gebührend zu traktieren und sie gut zu pflegen.
Das Haus, in dem er gewohnt hat, haben die Arnstädter bis heute in Ehren gehalten. Aber damals hatten sie bald wenig Freude an ihrem neuen Organisten, denn der hat so seine Skandelchen. In die Musikgeschichte eingegangen ist eine Rauferei Bachs auf dem nächtlichen Arnstädter Marktplatz, von der er später nichts hören wollte. Die Ratsakten allerdings berichten, dass Bach mit dem Degen auf einen Schüler losgegangen ist, der den Organisten nachts mit dem Knüppel bedroht hat. Zippelfagottist hatte Bach ihn wegen seines schlechten Spiels genannt. Zippelfagottist heißt also das erste schriftlich überlieferte Wort des großen Bach. In den Protokollen steht auch, dass sich der neue Organist nicht um den Chor kümmert, wohl aber während der Predigt einen Schoppen Wein trinken geht und schließlich um mehr als 8 Wochen seinen Urlaub überzieht und das gerade während der Weihnachtszeit. Tatsächlich hält sich Bach ein Vierteljahr in Lübeck auf, um dort von dem berühmten Buxtehude zu lernen. Ein musikalisches Schlüsselerlebnis mit Folgen. Denn als er endlich wiederkommt, kann er es der Gemeinde gar nicht mehr recht machen. Mal spielt er zu lang, mal zu kurz und schließlich zu kunstvoll mit zu vielen Ausschmückungen. Zu solch einer Musik kann man nicht singen. Bach in Arnstadt, ein junger Wilder? Ist ihm der Gottesdiensttrott zu trivial und das biedere Städtchen zu eng? Jedenfalls tritt zum ersten Mal zutage, was Bachs lebenslanges Problem bleiben wird. Immer wieder stößt sein Genius an die Grenzen, die ihm das Amt setzt. Nach 4 Jahren kehrt er Arnstadt den Rücken und geht in die 70 Kilometer entfernte freie Reichsstadt Mühlhausen. Er wird Organist in der Hauptkirche Divi Blasii. Wieder ein Karrieresprung, wieder fordert Bach höhere Bezüge als sein Vorgänger im Amt. Und wieder erhält er sie. Das bedeutet, dass auch hier die Ratsherren wissen, dass Bach ein besonderer Musiker ist, einer, den man sich etwas kosten lässt. Bach ist nun ein Mann, der eine Familie ernähren kann. Den 17.10.1707 ist der ehrenwerte Herr Johann Sebastian Bach, ein lediger Gesell und Organist zu St. Blasii in Mühlhausen, mit der tugendsamen Jungfer Marien Barbaren Bachin allhier kopuliert worden. So steht es im Heiratsregister der Kirche zu Dornheim. Aus dieser Zeit stammt auch ein Quodlibet von Bachs Hand, ein freches Lied mit zweideutigen Texten, wie es häufig bei Familientreffen gesungen wurde. Maria Barbara Bach, die Angetraute, gehört auch zum Bach-Clan. Wir wissen kaum etwas über sie, auch ist kein Porträt von ihr überliefert. Auf einigen Abendmahlslisten ist ihr Name vermerkt. Also hörte sie ihren Bräutigam an der Arnstädter Orgel. Sie schenkte ihrem Mann 7 Kinder und man kann annehmen, dass sie viel Verständnis für ihn und seine Musik hatte. Das junge Paar lässt sich in Mühlhausen nieder, wo die Bachs graben, ist nicht bekannt. Mit Eifer stürzt sich Bach in die Arbeit. Da die Orgel nicht seinen Ansprüchen genügt, schreibt er ein Gutachten für ihren Umbau und er komponiert Kantaten. Die wohl populärste ist die Ratswechselkantate, aufgeführt hier in der Marienkirche im Jahre 1708. So eine Musik haben die Mühlhausener noch nicht gehört. Der Rat, stolz auf seinen prächtigen Komponisten, lässt das Werk drucken. Eine kostspielige Würdigung des erst 23-Jährigen. Diese Kantate, die einzige, die zu Bachs Lebzeiten gedruckt wurde, ist auch schon fast wieder ein Abschiedsgeschenk. Denn Mühlhausen, kurz vor Bachs Ankunft zur Hälfte abgebrannt, hat andere Sorgen als Orgeln und Kirchenmusik und kaum Geld, um Bach die Perspektiven zu bieten, die er sich in der reichen Stadt erhofft hatte. Hinzu kommen Widrigkeiten mit einem Pastor, der Bachs Musik ablehnt. So macht es ein verlockendes Angebot aus Weimarbach leicht, Mühlhausen den Rücken zu kehren. Sein Abschiedsgesuch ist die älteste erhaltene Handschrift Bachs.
Weimar hat zu Bachs Zeit etwa 5000 Einwohner. Eine Kleinstadt. Wäre da nicht das Schloss der regierenden Herzöge? Bach wird Hoforganist und Kammermusikus bei dem streng religiösen Herzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar. Bachs Einkommen verdoppelt sich. 150 Gulden Jahresgehalt, ergänzt durch eine üppige Liste von Naturalien. Ausreichend Brennholz, 30 Eimer Bier, das sind 5 Liter pro Tag, Befreiung von der Trinksteuer, mehrere Zentner Korn und Gerste. Damit lässt sich's recht gut leben. Die neuen Weimarer Jahre sind wohl überwiegend glückliche Jahre, wenn auch getrübt durch tragische Verluste. Denn 2 von den 6 Kindern, die in Weimar geboren werden, sterben kurz nach der Geburt. Den ältesten seiner Söhne, die ihm bleiben, nennt Bach Friedemann, den 2. Karl Philipp Emanuel, nach seinem Paten Georg Philipp Telemann, Freund und berühmter Kollege des Vaters. Bach wird im März 1714 Hofkonzertmeister und gilt als der führende Musiker Weimars. Aber noch hat er 2 Vorgesetzte. Er komponiert vor allem für Orgel und Cembalo. Das ist es, was er in der Zukunft zuerst sein will. Komponist. Aber bekannter ist er als exzellenter Organist und Cembalist, dessen Ruf über Weimar hinaus bis in die königliche Residenz Dresden gedrungen ist. So könnte er in jenen Jahren ausgesehen haben. Ob das Porträt ihn wirklich zeigt, ist ungewiss. Hier in Dresden, am Hof Augusts des Starken, sorgt der Franzose Louis Marchand, der berühmteste Cembalist seiner Zeit, für Furore. Neider wollen den eitlen Musiker, der schon ein 1000-Taler-Angebot des Königs hat, wieder loswerden. Ein Wettstreit des Franzosen mit dem exzellenten Bach könnte dem König die Augen öffnen. Zum Konzert erscheint großes Publikum, allerdings ohne König. Doch Marchand kneift, hat mit der Extrapost Dresden verlassen. Er hatte wohl doch schon von dem Musiker aus der Thüringer Provinz gehört. Bach gibt mit grandiosem Erfolg ein Solokonzert. Allerdings verschwindet die vom König ausgesetzte Belohnung von 500 Talern, das wären für Bach mehr als 2 Jahresgehälter, in den Taschen eines gierigen Bediensteten. Und auch sonst bleibt dieser Triumph für Bach folgen. König macht ihm kein Angebot. Bachs Musizierstil, so scheint es, trifft nicht den Geschmack des Hofes. So wird es dem Musiker trotz etlicher Anläufe niemals gelingen, in Dresden engagiert zu werden. Aber auch über der Weimarer Anstellung liegt nun ein Schatten. Bei der Vergabe des höchsten musikalischen Amtes wird Bach vom Herzog übergangen. Aber eben diese Position, die des Hofkapellmeisters, bietet ihm ein anderer an, Fürst Leopold zu Köthen-Anhalt. Bach unterschreibt den Vertrag und wandert dafür ins Gefängnis. Der erzürnte Weimarer Herzog will seinen begnadeten Musiker nicht hergeben, muss aber schließlich einlenken. Während der 4 Wochen Arrest im Dezember 1717 soll Bach, frei von Ablenkung und Verpflichtungen, bedeutende Teile des wohltemperierten Klaviers komponiert haben. So entsteht hier in der Landrichterstube in der Dezemberkälte eines der bedeutendsten Werke der Weltmusik. Des Jahres 1717 reist die Familie nach Köthen. Die Residenz ist mit ihren 2000 Einwohnern fast noch ein Dorf. An dem kleinen, aber musikbegeisterten Hof ist Bach nun der erste Mann der Hofmusik. Hochfürstlich Anhalt köthenischer Kapellmeister heißt sein Titel, gleichgestellt dem Hofmarschall. Sein Gehalt hat sich abermals verdoppelt. Der Fürst, selbst Musiker, spielt oft zusammen mit Bach und dem Hoforchester. Ein glänzendes Ensemble, vorwiegend ehemaliger Berliner Musiker.
Bach ist nun auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Geachtet, anerkannt, mit einem guten Gehalt, einer wohlgeratenen Familie. Neben der St. Agnus-Kirche haben die Bachs gewohnt. Für Kirchenmusik allerdings gibt es im calvinistischen Köthen wenig Bedarf. Hat sich Bach von seinem Hauptinstrument, der Orgel, verabschiedet? Ein Brief des Jahres 1730 scheint diesen Lebensentwurf zu bestätigen. Da schreibt Bach über Köthen: Daselbst hat er einen gnädigen und Musik sowohl liebenden als kennenden Fürsten, bei welchem ich vermeinte, meine Lebenszeit zu beschließen. Das Schicksal will es anders. Zurückgekehrt von einer Reise findet Bach 1720 seine Maria Barbara unter der Erde. Vielleicht ist eines seiner bewegendsten Musikstücke, seine Chaconne, eine Reaktion auf den schmerzlichen Verlust. Dieses Porträt soll in jenem Jahr der Trauer entstanden sein. Einige Monate nach dem Tod seiner Frau verliebt sich der Witwer Bach in eine junge Kollegin, die Sopranistin Anna Magdalena Wölken, Tochter des Weißenfelser Hoftrompeters. Ende des Jahres 1721 werden sie getraut, wenige Tage vor Weihnachten. Auch diese zweite Heirat ist eine Liebesheirat. Vielen gilt das Lied »Willst du dein Herz mir schenken« als musikalische Liebeserklärung des 36-jährigen Bach an seine 20-jährige Gemahlin. In der Familie hinterlässt die zweite Ehe des Vaters wohl einen Riss. Vor allem Friedemann, bislang der Liebling des Vaters, kann sich nur schwer mit der veränderten Situation abfinden. Der ursprüngliche Lebensentwurf, für immer in Köthen zu bleiben, scheitert an der neuen Gemahlin des Fürsten. Ihre Hoheit kann mit Musik wenig anfangen. Die Bachs haben kaum noch etwas zu tun. Nun vermisst Bach auch die Kirchenmusik und die Orgelempore. Und er will, dass seine Kinder lutherische Schulen und eine Universität besuchen. Er sieht sich nach einem neuen Amt um. Im Frühling des Jahres 1723 bricht Johann Sebastian Bach mit seiner Familie auf nach Leipzig. Vermutlich voller Erwartung, denn verglichen mit dem verschlafenen Köthen ist das barocke Leipzig eine hektische Weltstadt. 30.000 Einwohner. Deutschlands bedeutendste Messestadt, die dem kursächsischen Dresden August des Starken Konkurrenz macht. Die Ankunft des neuen Kantors ist sogar eine Zeitungsmeldung wert. Am vergangenen Sonnabend zu Mittag kamen 4 Wagen mit Hausrat beladen von Köthen all hier an, die dem dortigen fürstlichen Kapellmeister und nun nach Leipzig berufenen Kantor Bach gehören. Um 2 Uhr traf er selbst nebst seiner Familie mit 2 Kutschen ein und bezog die in der Thomasschule neu renovierte Wohnung. Wie wird man sich hier einleben? Über diesen für Bachs Leben und die gesamte Musikwelt so bedeutenden Tag schreibt Karl Philipp Emanuel später nur einen einzigen Satz. Die Stadt Leipzig erwählte unseren Bach im Jahre 1723 zu ihrem Musikdirektor und Kantor an der Thomasschule. Er folgte diesem Rufe, obgleich er seinen gnädigen Fürsten ungern verließ. Für Anna Magdalena ist der Umzug ein großes Opfer, denn sie büßt mit diesem Wechsel ihren Beruf ein. Das Leipziger Opernhaus war wegen Erfolglosigkeit gerade geschlossen worden und in Kirchen durften Frauen auch hier nicht singen. Nur manchmal noch, bei seltenen Konzerten außerhalb oder bei Hausmusik wird ihr Sopran zu hören sein. Bach hat wohl nicht geahnt, mit welchen Widerständen er hier zu kämpfen haben würde. Erst nachdem neben anderen der damals viel berühmtere Telemann abgelehnt hatte, entschied sich der Leipziger Rat für Bach. Man wollte ausdrücklich einen Künstler für die renommierte Stelle des Thomaskantors haben.
Doch der Vertrag, den dieser am 5. Mai 1723 unterschreibt, legt gerade dem Künstler Bach strenge Zügel an. Er verbietet dem Thomas Kantor die Einführung jeglicher Neuerung und verlangt, dass die Musik nicht zu lang sein und nicht zu opernhaftig herauskommen dürfe, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntern solle. Ein Künstler, dem verboten wird, Neues zu schaffen? Eine Forderung, die Bach wohl nicht ernst nehmen konnte. Auch sein Verdienst kann er schwer abschätzen. 100 Taler im Jahr festes Einkommen, wovon er 50 an einen Lateinlehrer zahlt. Das ist viel weniger als in Köthen. Andererseits lassen sich durch Nebeneinkünfte bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen in guten Jahren so um die 600 Taler dienen. Es sei denn, die gute Leipziger Luft bringt 100 Leichen weniger, wie Bach in einem Brief beklagt. Und hoffet auf ihn alle Zeit, alle Zeit. Vielleicht war für Bachs Entscheidung ausschlaggebend, dass die Leipziger Thomaskantoren schon lange zu den angesehensten in Deutschland gehörten. Doch vor der Thomasschule hat Leipzigs Wohlstand Halt gemacht. An der 500 Jahre alten Armenschule ist seit geraumer Zeit nichts mehr investiert worden. Von einstmals 120 Schülern gibt es bei Bachs Amtsantritt nur noch 52. In der Schule ist es eng. Es gibt nicht einmal ein eigenes Bett für jeden Knaben. Manche Chronisten berichten sogar von Krätze. Mit diesen begabten Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, die hier auf Stadtkosten ausgebildet werden, wird Bach von jetzt ab nahezu rund um die Uhr zusammenleben. In gleich 4 Leipziger Kirchen ist der Thomaskantor mit seinen Schülern und ein paar Stadtmusikern für die Kirchenmusik zuständig. Der Chor aber, seit dem Tod von Bachs Vorgänger vernachlässigt, ist in einem beklagenswerten Zustand. Viel Arbeit für einen Perfektionisten wie Bach, dessen Ideal die vollkommene Musik ist. Doch bald halst er sich noch mehr auf. Ehrgeizig beginnt er, die Kantaten, die er jeden Sonntag aufzuführen hat, selbst zu komponieren. 200 davon sind uns erhalten geblieben. Mindestens noch einmal so viele aber gingen verloren. Die musikalische Ausbildung seiner eigenen Kinder übernimmt Bach trotz des enormen Arbeitspensums selbst. Vor allem Friedemann, den Bach für den talentiertesten seiner Söhne hielt, und Karl Philipp Emanuel treten in des Vaters Fußstapfen. Stolz schreibt er an seinen Jugendfreund: Insgesamt sind sie geborene Musici und ich kann versichern, dass ich sowohl ein Chorkonzert als auch ein Instrumentalensemble mit meiner Familie formieren kann. Zumal da meine itzige Frau gar einen sauberen Soprano singt. Auch Bachs zweite Ehe muss glücklich gewesen sein. 13 Kinder in 20 Jahren bringt Anna Magdalena zur Welt. Er nennt sie zärtlich seine Frau Liebste. Überliefert sind Briefe, in denen er seltene Nelken für sie bestellt und einen zahmen Singvogel. Anna Magdalena ist ganz sicher auch seine musikalische Kritikerin, hat viele seiner Melodien als erste gesungen und hilft ihm trotz des immer größer werdenden Haushalts beim wöchentlichen Kopieren der Noten. Doch auch auf diese Ehe wirft der Tod schwere Schatten. Zwischen 1726 und 1733 sterben den Bachs nacheinander 7 Kinder. 3 von ihnen hatten gerade laufen und sprechen gelernt. Was die Eltern empfunden haben, können wir ahnen. Von dem Künstler Bach aber wissen wir, dass er in der Auseinandersetzung mit schmerzlicher Todeserfahrung einzigartige musikalische Werke geschaffen hat. Ermutigung und Aufmunterung kommen von dem angesehenen und erfolgreichen Collegium Musicum.
Die musikbegeisterten Studenten bitten den von ihnen verehrten Meister, ihre allwöchentlichen Konzerte im Zimmermannschen Kaffeehaus zu leiten. Endlich wieder ein erfahrenes Orchester wie in Köthen. Endlich wieder Professionalität. Die Konzerte sind ein Riesenerfolg. So bestätigt schreibt Bach seine Matthäus-Passion, ein Mammutprojekt. Ein Dreiertakt. In der Osterwoche des Jahres 1729 probt er für die Uraufführung. Doch er hat viel zu wenig Zeit. Die Chöre und Solisten sind überfordert. Vor Wut soll er sogar seine Perücke geworfen haben. Eine Legende, doch sie sorgt dafür, zusammen mit dem Arnstädter Degenkampf, dass Bach der Nachwelt als jähzorniger Mann gilt. Am Karfreitag führt er die Matthäus-Passion in der Thomaskirche auf. Ein solch gewaltiges und tiefbewegendes Werk hatte es bisher nirgendwo in der Musikgeschichte und schon gar nicht in Leipzig gegeben. 5 Solisten, 2 Chöre, 2 Orchester und 2 Orgeln. Ob den Leipzigern das Werk gefiel, ist nicht bekannt. Wir wissen nur, dass der Rat empört war. Wieder einmal hatte der städtische Angestellte Bach selbstherrlich seine Musik gemacht und nicht jene, die im Vertrag stand. Dort hatte er sich schließlich verpflichtet, dass die Musik nicht zu opernhaftig herauskommen und nicht zu lange währen solle. Diese aber dauerte fast 3 Stunden. Dafür wurde er nicht bezahlt. Die Akten belegen, dass die wütenden Ratsherren daraufhin beschlossen, das Einkommen des pflichtvergessenen Kantors zu kürzen. Inkorrigibel, also unbelehrbar sei der Kantor, konstatiert Ratsherr Stieglitz. Noch nie und nirgendwo fand Bach so wenig Anerkennung wie in diesen Jahren in Leipzig. Und was für ihn vielleicht noch schlimmer ist, auch Musikerstellen werden gestrichen. In seiner 10-seitigen Eingabe für eine wohlbestallte Kirchenmusik listet der enttäuschte Kantor sämtliche Defizite auf. Sie wurde anscheinend nie beantwortet. Der 45-jährige Bach ist am tiefsten Punkt seiner Karriere. Da schreibt er 1730 an seinen Jugendfreund Erdmann, inzwischen russischer Konsul in Danzig. Er klagt über seine der Musik wenig ergebene Obrigkeit, durch die er in stetigem Verdruss, Neid und Verfolgung leben müsse. Er will weg aus Leipzig, aber wohin? Nach St. Petersburg oder Danzig? Vielleicht spielt Bach auch kurz mit dem Gedanken, sein Glück weit weg in der Welt zu machen, wie der berühmte Händel aus dem benachbarten Halle, der in London zu großem Ansehen gelangt war. Mehrmals versucht Bach, ihn zu treffen, doch Händel weicht ihm offenbar aus. Vielleicht fürchtet auch er wie einst der Franzose Marchand einen Vergleich mit dem Mann, der als der größte Orgelvirtuose seiner Zeit gilt. Jedenfalls begegnen die beiden im gleichen Jahr geborenen Musikergenies einander nie. Doch da ein Lichtblick. Der Rektor der Thomasschule war gestorben, an seine Stelle trat Magister Gessner, ein Weggefährte aus Weimarer Zeiten. Er setzt durch, dass der Kantor wieder sein volles Einkommen erhält, gewährt ihm Mitspracherecht bei der Auswahl der Schüler und lässt Thomasschule und Kantorenwohnung umbauen. Bach schreibt sein fröhlichstes Werk und führt es 1734 auf: das Weihnachtsoratorium.
Doch die Atempause ist nur kurz. Die engstirnigen Leipziger vergraulen den begabten und toleranten Gessner. An seine Stelle tritt der bisherige Korrektor, ein Freund des Rates. Der 22-jährige Ernesti ist, ganz im Geist der Zeit, ein Mann der Wissenschaft. Dem Aufblühen der Musik hatte er schon länger mit Unmut zugesehen. Jetzt lässt er den Kantor spüren, wer Herr im Hause ist. Der Musikunterricht wird hintangesetzt. Wichtig sind nun die Naturwissenschaften. Wieder brechen für Bach schwierige Zeiten an. Ernesti bricht den sogenannten Präfektenstreit vom Zaun. Er nimmt sich das Recht, das Amt des Generalpräfekten, ein begabter, älterer Schüler, der den Kantor bei Proben und Konzerten vertritt, selbst zu besetzen. Und zwar mit einem Schüler, den Bach ausdrücklich für ungeeignet befunden hat. Bach ist empört. Doch der Rat, ohnehin der Meinung, der Kantor vernachlässige sein Amt, ist auf Ernestis Seite. Bach wehrt sich, wendet sich sogar an den König, mit dem Erfolg, dass man ihn wenigstens in Ruhe lässt. Doch seine wichtigsten Rechte als Kantor hat er verloren. Es ist der 19. November 1736. Bach ist erschöpft von all den Streitereien, zermürbt. Weder in der Kirchenbehörde noch im Rat von Leipzig hat er Verbündete. Er gilt als Querulant und ist kaltgestellt worden. Doch endlich die lange erwartete Nachricht. An diesem Tag verleiht König August III. Johann Sebastian Bach den Titel königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Hofkompositeur. Endlich die gebührende Anerkennung, um die er sich seit 3 Jahren beworben hat. Spekulationen, wie es sich mit Bachs Ruhm zu seinen Lebzeiten verhalten hätte, wenn er wie Händel oder Vivaldi weit herumgekommen wäre, sind müßig, aber erlaubt. War die provinzielle Enge, in der er sein gewaltiges Werk schuf, selbst gewählt, ja notwendig, um sich ganz darauf konzentrieren zu können? Alles spricht dafür, dass Bach wohl ein Genie, aber kein Kunstegoist war. So waren seine beruflichen Entscheidungen immer auch die Entscheidungen eines Familienvaters. Erst die Söhne ziehen hinaus in die Welt, nach Italien, England und nach Preußen. Im Jahr 1747 reist Bach nach Potsdam und Berlin, um seine Enkel zu sehen. Sein Sohn Friedemann, Organist im preußischen Halle, begleitet ihn. Sie wollen den Bruder Karl Philipp Emanuel, Hofcembalist bei Friedrich II., dem König von Preußen, besuchen. Für den 62-jährigen Bach ist die Reise eine Strapaze. König Friedrich II. Brennt darauf, den großen Bach zu sehen, zu hören und sich seine Cembali, von denen er 11 Stück besaß, prüfen zu lassen. Noch im Reisemantel wird Bach zum König gebracht. Nach seiner Rückkehr schreibt er das musikalische Opfer, eine 6-stimmige Fuge. Er lässt sie auf eigene Kosten drucken und widmet sie Friedrich II. Ob er jemals Dank dafür erhielt, ist nicht bekannt. Wieder eine verpasste Gelegenheit, öffentliche Anerkennung oder wenigstens einen Lohn zu erlangen. Gutes Geld erhielt er für die Goldberg-Variationen. Er hat sie 1741 für seinen Gönner Graf Kaiserling und für dessen begabten 12-jährigen Cembalisten Goldberg geschrieben. Damals eine profane Auftragsarbeit, gedacht, dem Grafen schlaflose Stunden zu versüßen. Heute ein Juwel der Klavierliteratur, an das sich nur Star-Pianisten heranwagen. In seinen letzten Jahren arbeitet Bach, der sich immer mehr vom Kantorenamt zurückzieht, an der Vollendung der H-Moll-Messe, Bilanz und Krönung seines Lebenswerkes. Ihre Aufführung wird er aber nicht mehr erleben. Das Porträt zeigt ihn 4 Jahre vor seinem Tod. Schon lange macht ihm der graue Star schwer zu schaffen. Viele tausend Seiten Noten schreiben, 50 Jahre lang, oft bei schlechtem Licht, haben seinen von Natur aus schwachen Augen schwer geschadet.
Ein Dr. Taylor aus London, Spezialist für Augenoperationen, der in Leipzig Station macht, operiert Bach im Frühjahr 1750 zweimal. Sind schon die Operationen ohne Betäubung eine Tortur, schwächen die schmerzhaften und offenbar schädlichen Nachbehandlungen den Patienten noch mehr. Aderlässe und sogenannte heilende Gifte führen bei Bach zu einem physischen Zusammenbruch. Bis Juli ist er anscheinend völlig blind. Doch dann kann er plötzlich wieder sehen und die Familie schöpft neue Hoffnung. Über seine letzten Lebensstunden streiten die Biografen. Hat er tatsächlich noch einen Choral aus dem Stegreif diktiert? Am 20. Juli 1750 erleidet Bach einen Schlaganfall. 8 Tage später stirbt er im Alter von 65 Jahren. Sein Sohn notiert auf Bachs letzten Noten: Über dieser Fuge, wo der Name B-A-C-H im Kontrasubjekt angebracht worden, ist der Verfasser gestorben. Am 31. Juli 1750 wird Bach auf dem Friedhof der Johanneskirche beigesetzt. Für einen Grabstein fehlt das Geld. Seine Witwe muss bald von Almosen leben. Bachs musikalischer Nachlass geht vor allem an die Söhne. Einiges davon wird verkauft, vieles geht verloren. Sein gewaltiges Werk aber scheint in Vergessenheit zu geraten. Doch in der Musikerwelt lebt Bach weiter. Mozart, Beethoven, Haydn, Schumann kennen und schätzen seine Werke, auch wenn sie kaum gespielt werden. Erst Mendelssohn Bartholdy ist es zu verdanken, dass Bach wieder populär wird. Unter seinem Dirigat ist 100 Jahre nach ihrer Leipziger Uraufführung die Matthäus-Passion erstmals wieder zu hören, der Beginn einer weltweiten Bach-Renaissance. Die sterblichen Überreste des großen Meisters finden in der Leipziger Thomaskirche ihre letzte Ruhe.